Schiller ist eine zentrale Figur der geistigen Welt von Jena um 1800. Diese Welt, die Marek Ciemek so sehr interessiert hat. Bei den Dichtern, bei den Philosophen in Jena um 1800 war ein zentrales Thema die Freiheit. Sie waren Dichter der Freiheit, Denker der Freiheit und Denker der Freiheit des Individuums. Und das war sicher ein zentraler Punkt für Marek Ciemek. Als ich 1992 nach Jena kam, war die Universität Jena voll im Umbruch nach der Wende. Die Geisteswissenschaften, die Kulturwissenschaften waren weithin abgewickelt worden und mussten neu aufgebaut werden. Das wollten wir natürlich mit internationaler Hilfe und da war Marek Ciemek als einer der international profiliertesten Kenner der Philosophie von Fichte für uns ein wichtiger Gesprächspartner. Ciemek war für uns auch deshalb ein guter Gesprächspartner, weil er diesen Weg, den wir selber hier in Jena gehen wollten, den Weg zurück von Marx zu Hegel und von Hegel zu Schelling und Fichte und von Fichte zu Kant, dass, weil er selber diesen Weg vorher schon gegangen war, den hatte er sich selber errungen unter den Bedingungen des Sozialismus und es war für ihn ein Weg aus einer Engführung der Philosophie auf sozialpolitische Fragen bei Marx zurück in das weite Feld der Themen der Philosophie, ein Versuch, den ganzen Reichtum der philosophischen Themen und Methoden zurückzuerobern. Dass Marek Ciemek diesen Weg gegangen war, aus der engen Welt von Marx, zurück über Hegel zu Schelling und Fichte und Kant, in die weite Welt der großen Themen der Philosophie, das war etwas, was er schon lange vor der Wende, lange vor 1989 für sich getan hatte. Und das hatte ihm, damit hatte er sich die Möglichkeit geschaffen, diese Welt des Sozialismus, in der er groß geworden war, in der er arbeiten musste, sozusagen innerlich zu verlassen und aus der Distanz zu betrachten. Um 1990 sah die analytische Philosophie, zumal in ihrer amerikanischen Form, aus wie das ganz Moderne, das ganz Neue, das hat sich ja inzwischen erledigt. Aber für jemanden wie Marek Ciemek war das eine neue Enge. Und er wollte nicht sozusagen die Enge des Marxismus verlassen, um die Enge, die armselige Welt der analytischen Philosophie dann auf sich zu nehmen, sondern er wollte eben den Reichtum der Philosophie, die ganze Breite der Themen und das hat er vorgelebt in seiner Auseinandersetzung mit den Jenaer Philosophen und das war für uns hier eine große Ermutigung. Das war's. That's it.